Herzlich willkommen zu einer Folge mit dem Marsch. Wir sammeln das Holz ein. Heute ist heute letzte Folge. Das heißt, wir haben gut geschafft. Wir werden jetzt näher auf die Flugkette hochfallen. Sobald das Holz angekommen ist, beziehungsweise wenn wir gleich mit starten, weil es noch dunkel ist. Und gegen 10 werden wir auf 30 hochfallen. Das grobe Richtlinie 10 Uhr, gute Zeit. Und wenn es dann früh hell ist, wieder auf normal, also gegen 6 ungefähr, vielleicht auch schon 5, kann auch sein, wenn das die hell genug ist, also wenn es hell genug ist, wird wieder normal gespielt mit 5, in der Erde ist dann mit 1, Holz zählt damit dazu. Dann haben wir auch die Aufnahmezeichen für die Woche geschafft. Da haben wir auch viel geschafft. Und dann geht's morgen in den letzten Frühlingstag. Und nächste Woche, also in einer Woche genau genommen, beginnt die ganze, ja, nee, Montag ist mal neu. Das heißt, nächste Woche, übernächste Woche Montag im Prinzip ist dann schon fast Sommer, beziehungsweise gehen wir in den Sommer rein. Und ich glaube, Erd werden wir noch nicht können, weil wir ja im Prinzip im Frühjahr das aufgesät haben, also die Wachstumsstufen werden dann noch nicht so weit sein. Aber ich denke mal, mit Gras schon gewachsen sein. Das heißt, Ballen präsentiert dann wieder an und Gras mähen. Einige Wiesen werden wir Heu machen und entsprechend Heu ins Lager fahren. Wenn das Wetter das zulässt, muss man nochmal betonen, das Wetter muss halt auch passen. Und wenn das Wetter nicht passt, dann werden wir das jetzt mit Silage machen und dann entsprechend hoffen wir, dass wir noch das zweite Mal ernten können, das Gras. Klappt normalerweise auch zum Herbst. Und dann, dass dann entsprechend trocken ist zum Heu machen. Wo eigentlich im Sommer eigentlich besser ist. Es trocknet ja im Sommer besser als im Herbst. Zumindest im mittleren Herbst. Und wenn das nicht klappen sollte, dann müssen wir halt eine Heutrockenshalle zulegen. Ist ja auch kein Problem. Müssen wir nur entsprechend gucken, um das Geld zu haben. Und dann ist unsere Produktion für Futter für Tiere nur gesichert. Und dann können wir uns Tiere müssen auf jeden Fall mal erweitert werden. Also die aktuellen 69 Rinder sind zu wenig, das ist, da kommt bald zu wenig rüber, das dauert zu lange. Dann haben wir auch nicht genug Milch, Milchfahren sollte ja auch mindestens einmal am Tag voll werden, also 30.000 Liter am Tag, das sollte man schon haben. Dazu müssen wir mehr Kühe haben. Denn mit einem halben Anhänger fahren ist ja nicht gerade lustig, ne? Also ich wollte jetzt voll auslasten. Und aus 30.000 ein guter Richtwert, wo die Dinger ja mehr fassen können. Unsere Milchfässer können ein bisschen mehr fassen, mengenmäßig. Aber so 30.000 wäre ein guter Wert. Alle brauchen immer Geld dafür. Wir haben zwar ein bisschen Geld, aber nicht so viel. Und das werden wir uns entsprechend morgen, also ingame morgen, darum kümmern, dass wir das Geld verdienen für die Kühe. Das heißt, hoffen wir mal, dass wir ein paar Missionen kriegen für Düngen. Dass wir da ein bisschen Geld verdienen können. Und dann werden wir die Kühe noch kaufen. Das wird ungefähr nochmal, wir haben jetzt 70 ungefähr, also fast 70, 69 haben wir genau. Dass wir da nochmal richtig was zukaufen. Zumindest nochmal. Dass wir gesamt 250 Tiere haben. Denn dann haben wir auch bald entsprechend Stroh. Nicht wegen Mist, aber wegen Mischwetter. Jetzt haben wir 22 Uhr, jetzt können wir eine Zeit hochstellen auf 30. Dann können wir auch noch Paletten verkaufen. Zumindestens auslagern und aufladen und vorbereiten. Vielleicht schaffen wir es auch noch heute, mal sehen.
Ich denke mal schon. Letzte Holz aufsammeln und dann werden wir entsprechend schon mal das Holz komplett. Also wenn wir die Fuhre voll kriegen, ist gut. Wenn noch drei, vier Stämme fehlen sollten oder noch liegen sollten, ja gut, das können wir noch später fahren, nächsten Tag oder so. Auch schon da. Also muss heute nicht alles weggefahren werden am Holz. Ich denke, heute Nacht könnte ich garantiert arbeiten. Und spätestens, wenn es hell ist und wir haben nichts anderes zu tun, dann können wir weiterhin Holz mal fällen. Aber ich denke mal, wir werden schauen, dass wir auch andere Arbeiten, die Kühe müssen versorgt werden, die. Ist aber auch dunkel hier. Finden wir auf Holz? Nicht einfach. Deswegen sage ich ja, also. Rückwärtsgang, also eben hinten auch was, auch nicht viel. Das ist. Darum, dunkel ist gar nicht lustig. Na, da liegen noch ein paar. Da haben wir Glück, ein paar sehen jetzt. Aber sie noch nicht mal aufladen. Mal kurz gucken, mal. Um sein. Ja. Handschleichen. Bisschen Licht machen, ne? So, haben wir aufgeladen? Oh, wir haben aufgeladen. Haben wir ja gleich gesehen, so dunkel ist das. Ja, im Dunkeln ist das nicht so ideal zum Arbeiten, aber normalerweise schlafen wir auch, aber das geht ja hier nicht. Und dumm rumstehen will ich auch nicht. Das ist langweilig. 120 auch bin gefährlich. Weil es muss ja mal alles mitkommen, ne? Also die Berechnung für zum Beispiel die Felder und so, das muss ja alles entsprechend. Ja, der Balken ist ungünstig. Denn 0 Uhr kommt die Berechnung. Ist einmal für alles. Ja, den kriegen wir nicht voll. Mal die Seiten tauschen. Das hat er hinten wieder gemacht. Hinten wollte er nicht haben. Vorne. Das macht bei kurzen Bäumen gut sein, aber bei langen ist das besser, man vorne, links. Der ein Baum steht noch, den kleinen kriegen wir nicht. Ja, viel Holz haben wir nicht mehr. Aber hier müssen wir ein Sägewerk fahren, weil ich das noch. Da haben wir noch zwei. Aber das ist so. Einnahme, Gebäude, das sind so Stromdinger. Mietzinsen, Mietkosten, Fahrzeuge, das ist unser. Arbeiter hier. Die haben wir später Frühling. Also die Bodentemperatur ist auch noch nicht erhöht. Gut, das sollte alles unbedingt sein nachts, ne? Sag mal, da ist der Deich. Kommen wir nicht hoch. Wir fahren jetzt den Rest zum Sägewerk. Ist nicht viel. Aber ist eine halbe Fuhre halt, ne? Versuchen wir mal hier durchzukommen. Mit Glück. Die alte Spur folgen. Diese zum Glück keine Klumpen mehr. Dass wir die Nacht schaffen. Und dann müssen wir noch sehen, dass wir Paletten aufladen. Paletten aufladen und Paletten verkaufen. Das können wir noch sehr gut machen. Und Holz machen wir entsprechend später. Wenn wir viel Zeit haben. Ich muss mir die Tage noch schauen nach einem Mod für den Schulz-Rangestall.
Zum zweiten. Wer nicht vergessen sollte. Kommt bei mir leider auch vor. Und dann, wenn man startet. Oh, da war was gewesen. Aber den Stall brauchen, den brauchen wir heute und morgen noch nicht. Die Ferkel kommt erst im Herbst. Und zum Herbst dann entsprechend umgestaltet. Das heißt, ran mit Ladewagen, Schweine rauf und dann rüber zum nächsten Stall. Dann können wir ja schauen, dass die dann ungefähr, also reell ist das so, ein Dreivierteljahr werden die, sind die dann schlachtreif ungefähr. Dreivierteljahr und gehen die weg. Das heißt, wenn die im Sommer besser geboren werden, rein theoretisch zum Frühjahr gehen die zum Schlachthof. Und bis dahin möchte ich auch den Schlachthof fahren. Ja. Aber erst Schweinestall zum Herbst und zum Frühjahr den Schlachthof. Sollte eigentlich machbar sein. Dann haben wir die Ernte von unseren Feldern. Vielleicht auch noch eine Brauerei hinzu. Weil wir ja im Prinzip auch Getreide haben, Weizen. So. Und ich gehe schon eine zweite Reihe Holz, das ist gut. Aber mehr Holz haben wir aktuell nicht zur Verfügung. Wir müssen mit einer, hoffen wir, dass es entsprechend noch lange genug vorhält. Zumindest bei Nacht. Dass wir da jetzt mal gleich Paletten rausholen. Und das im Prinzip gleich noch verkaufen fahren. Gegengestoßen. Irgendwann würden wir noch ein bisschen mahlen hier. Die Bodenstruktur ändern. Dass wir hier die. Kommt dann die unter. Ah, ist ja hinten. Mensch, das hat doch keiner was hier. Das kann auch nicht werden, ne? Ja. Komm mal auf Augen heute. Und was jetzt gerade? Jetzt geht's wieder. So, weiter mit dir. Runter, 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 runter. Ankoppeln, Strom ran, aufladen. 9 Stück haben wir nur. Jetzt haben wir 13. Jetzt mal gleich schauen, ob wir ein paar kriegen nur. Immerhin haben wir ein bisschen produziert jetzt schon. Ja, Holz haben wir schon viel. Nährpalette. Maximum. Säugen. So, wir müssen auch anschalten. Dann kriegen wir hier auch noch was hinzu. So, dann haben wir mal erledigt. Jetzt können wir zum Babak fahren. So, der ist voll. Plane. Jetzt gucken wir nach dem Preis. Beziehungsweise ...1040. Könnte ein bisschen mehr zahlen, die Brüder. Karton. Achso, Karton. Zement kostet 1800 oder kriegen wir für 1800? Ja. Diese Wurst. Wir machen mal Leerpalette, damit wir mal ein bisschen Geld kriegen. Das heißt, Markierung im Baum, im Baumarkt, dass wir sehen, wo ist.
Probier das aus. Ein bisschen mehr. Aber wenn wir noch ein paar Mal gefahren sind zum Baumarkt, dann finden wir noch den Weg. Man könnte auch Autoreifen aktivieren. Und der findet mich garantiert. Aber wer ankommt, ist die andere Frage. Können wir mal machen. Dann brauchen wir nicht so schauen, ne? Nichts Viehhändler, wir brauchen einen Baumarkt. Da lang fahren. Gut. Wie gesagt, er ist ein bisschen lang für einen Autoreif. Es kann Probleme bringen. In den Kurven vor allen Dingen. Aber da brauchen die langen Gucken wegen Suchen. Im Dunkeln findest du so schlecht. Obwohl der Baumarkt eigentlich in der Stadt ist. Im Viertel, sag ich mal so, ne? Da, in die Ecke. Das ist ja auch meine Konfession hier. Aber das ist nicht weiter schlimm, das ist nicht tragisch. Wann fahren wir da mal lang, ne? Aber der passt ja gerade vorbei, ne? Da habe ich aber richtig knapp berechnet hier. Also vom Bauen her. Sich ungern mal entsprechend umsetzen. Aber zur Not halt die Autoreifkurse nochmal löschen und dann neu einfahren halt. Das geht ja auch. Wenn das dicke Probleme gehen sollte. Dann tun wir so, wie wir jetzt fahren, ne? Und jetzt eine Kurve. Kommt da rum. Hey, hey. Hier sind so eine Kurven S-Kurven, hier ist ein bisschen schwierig. Also Gegenverkehr darf hier nicht kommen. Weil der ja auch nicht zurückfährt. Die fahren ja auch drauf zu, die stehen wie blöd. Das mache ich überhaupt nicht. Denn wenn ich mit LKW fahre, ist das besser führen, wenn jetzt ein PKW-Fahrer zurückfahren würde. Das machen die hier nicht, darum ist der Verkehr aus. Ja, der LKW kann hier nicht rumkommen, das ist schon verständlich. Traktor und Anhänger würde gehen. Aber auch nicht mit dem Autoanhänger, der ist so lang. Dann müsste man sich den anderen von anderen Motor holen. Frisium, der hat den etwas kleineren. Die würden auch gehen, so nur. Und es wird hell, haha, ja. Jetzt können wir wieder auf normal gehen. Nach um 16 jedenfalls. Die Säule aus. Klammer auf. Da sehen wir nichts. Da ist er. Ist er drinne? Vorne nicht drinne. Hätten wir schon. Und abladen. Und kurz schauen, ob alles verkauft wird. Alles. Und jetzt gehen wir auf normale Geschwindigkeit. Dann schauen wir kurz auf unsere Karte, was jetzt so sagt hier. Wegen
Aussaat, Feldfrüchte ist klar. Es scheint. Nee, da reicht nicht. Es wäre ein Kaiba auch noch nicht gewachsen, also soll man dazu sagen. 13 ist gewachsen. 13 ist im Wachstum. Ja. Tiere haben wir nicht von vorne, ist das nicht dabei. Mission 66, da kommen wir nicht hin. Das ist da ganz oben. Dann müssen wir erst eine Brücke bauen. Also 66 geht nicht. Schlecht für uns, aber gut. Das ist anders gepflanzt, aber noch nicht gewachsen. So, liebe Schwab, das soll es vorher gewesen sein. Auch mit der Mission. Die wollen wir noch verkaufen. Das sind 6 Paletten, das ist ein bisschen Geld. Können wir nicht liegen lassen. Ansonsten, was seid machen hier auch? Tschüss und wegen Winkel. Ciao, ciao. Ablan, ne? Ja, dann soll es heute gewesen sein. Sag mal tschüss. Bis zur nächsten Woche. Oder bis morgen. Tschüss.